Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, gut, dass ihr da seid. Und danke, dass ihr heute hier seid. Machen wir uns bewusst. Gott gibt keine Ruhe, bis seine Schöpfung vollendet ist. Und seine Schöpfung, das sind wir. Deshalb lädt uns Gott ein, uns von ihm vollenden zu lassen. Aber vieles belastet uns, was dieser Vollendung im Wege steht. Deshalb lasst uns von Gott und voreinander bekennen, dass wir Gottes Erbarmen brauchen. Ich bekenne Gott zu dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes getan habe und Böses getan habe. Ich habe es für mich in Gedanken. Lasst uns beten. Gott, du Urheber alles Gute, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir in vollkommener Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treue bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder Priester des ersten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr.
lebendigen Gottes. Nicht einmal der Sohn, sondern nur
der Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe vergänglichen Schwestern und Brüder, dass Himmel und Erde vergehen, dass wir vergehen, merken wir jeden Tag. Im Fluss der Zeiten, im Wechsel von Abend und Morgen, Tag und Nacht, wieder fast ein Jahr vergangen. In 5 Wochen ist Weihnachten, in gut 6 Wochen feiern wir Silvester. Ich bin nicht mehr der, der ich vor einem Jahr war. Falten sind hinzugekommen, Haare grau geworden oder ausgefallen. Vielleicht gab es eine Krankheit. Ein Mensch, der mir lieb war, vermisse ich. Vor einem Jahr war sie noch da. Dass Himmel und Erde vergehen, das merken wir jeden Tag. Dass wir vergängliche Menschen sind, das lassen uns oft sehr deutlich unsere Knochen, unsere Organe spüren. Das zeigen uns deutlich unsere Augen, wenn alle 3 Jahre eine neue Brille her muss. Das merken wir an unseren Ohren, wenn sie das Hören uns schwer machen. Dass Himmel und Erde vergehen, das wurde uns in den letzten Tagen so tragisch vor Augen gestellt. Da überrollt die Asche eines Vulkans auf La Palma alles, was Menschen sich in Jahrzehnten erarbeitet haben. Da reißt die Flut der Aar den Menschen alles weg und raubt 133 Menschen das Leben. Da füllt die 4. Corona-Welle die Intensivstationen mit Menschen, die um ihr Leben fürchten. Liebe Schwestern und Brüder, Beispiele gibt es wahrlich genug. Himmel und Erde vergehen, und Jesus spricht weiter, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus hat recht. Die Geschichte bestätigt ihn. Seine Worte sind bis heute, bis zum 14. November 2021 nicht vergangen, sonst wären wir nicht hier in Kempenich und würden Gottesdienst feiern. Mit Millionen Christen auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Seine Worte haben alles überlebt, was auf diesem Planeten geschah. Christenverfolgungen, Katastrophen und Skandale, den Kommunismus, den Atheismus,
bis hin zur Gnade tausendjährigen Reich. Jesu Worte werden nicht vergehen, weil Gott dahinter steht, weil Gott in diesen Worten steckt und damit Menschen ansteckt, aus seinem Wort zu leben, aus seinem Wort die Kraft sich zu holen, in Trauer und Angst, in der Erfahrung von Krankheit und Leid, in Hunger und Armut, auch in der Erfahrung, dass da Menschen Schlimmes angetan werden durch Missbrauch und Gewalt. Liebe Schwestern und Brüder, Himmel und Erde vergehen. Wir vergängliche Menschen erfahren das jeden Tag, aber wir Christen erfahren und bezeugen auch Jesu Worte, sie tragen durchs Leben, tragen Christinnen und Christen durch die Jahrhunderte. Sie tragen, weil Gott darin steht, der lebendige Gott uns anspricht. Seine Worte tragen durchs Leben, sie tragen uns vergänglichen Menschen letztlich hinüber in seine gute, freundliche Ewigkeit. Amen. Herr, wir beten zu dir. Für die Armen dieser Welt, dass ihnen der Reichtum ihrer Würde bewusst wird. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Christen, die sich als kleine Herde erleben, inmitten vieler Menschen, die ihren Glauben nicht teilen. Dass sie darauf vertrauen, dass du ihnen nahe bist. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Opfer von sexuellem Missbrauch und Entwürdigung, dass sie die Hilfe bekommen, die sie zum Verarbeiten des Leides brauchen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die in den Krisengebieten dieser Welt sich einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden,
dass ihr Dienst gute Früchte trägt. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die auf unseren Intensivstationen um ihr Leben ringen. Für alle, denen die vierte Corona-Welle viel Kraft und Arbeit bringt. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Opfer von Krieg und Gewalt, vollende du ihr Leben in deiner lichtvollen Ewigkeit. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere Verstorbenen, die uns vom Himmel her so treue, verlässliche Helfer sind. Wir beten heute für Edmund und Elisabeth Adams, Lutz Alken, Rudolf Monschau, Ferdi Kaspers, Erwin Ort, Eltern und Schwiegereltern, Helmut und Agnes Schmitz, Maria Bläser, Lebende und Verstorbene der Familie Jakob Bläser, Lebende und Verstorbene der Familie Josef Schmitz, Josef und Marlene Klapperich, Reinhard und Renate Kreuzberg. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Trage du uns durch dein Wort, durch unser Leben und einst in deiner frohen Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
erheben die Herzen. Wir haben sie bei deinem Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwehren, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen dich mit allen Engeln und Heiligen und singen verein mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod erkennen wir, deine Auferstehung haben wir, bis zum Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du sagst, aber sprich nur ein Wort zu meines Seelen. So spricht der Herr. Amen, ich sage euch, betet und bittet um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Schwestern und Brüdern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie die Karikatur von Charlie Brown? Zwei sitzen am See und der eine sagt zum anderen: Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und Snoopy antwortet: Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Also, heute ist Leben dran und daran wünsche ich Ihnen viel Freude. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.